Herzlich willkommen zur Pressekonferenz. CFC Hertha 06 hat ein neues Trainerteam. Zu meiner Rechten begrüße ich einen alten Bekannten, Frank Hartzheim. Und zu meiner linken Seite begrüße ich Herrn Oliver Benkendorf. Ja, es waren ja viele Gerüchte in den letzten Tagen im Umlauf. Wer wird neuer Trainer? Das war eine spannende Frage. Jetzt hat die Vereinsleitung sich entschieden für Frank Hartzheim und Oliver Benkendorf. Und wir wollen einfach nur wissen heute von den neuen Trainern, wie sie sich die nächsten Monate vorstellen und überhaupt die Arbeit bei CFC Hertha 06. Damit fangen wir eigentlich mal mit dem Frank an. Ja, gut. Also zuerst einmal bedanke ich mich für das Vertrauen, was mir entgegengebracht wird seitens des Vereins. Besonders natürlich von Ali, den ich ja nun schon ein paar Jahre kenne. Und dass der Kontakt hergestellt wurde, habe ich mich gefreut. War sehr überraschend für mich auch. Habe mich aber riesig gefreut und nehme natürlich dankend die Herausforderungen in der Oberliga an. Und der Plan wird halt so sein, dass wir möglichst den Jungs erstmal eine gute Generation verabreichen oder sagen wir mal so, dass wir ihnen die Zeit geben, sich zu erholen von der anstrengenden Hinserie. Das heißt, wir beginnen auch erst Ende der ersten Woche im Januar. Da wird die erste Trainingseinheit stattfinden, sodass die Jungs aus meiner Sicht immer noch zu wenig, aber wenigstens 3 Wochen Zeit haben, um sich zu erholen und dass sie dann wieder neuen Muts in die Rückserie starten, wo wir dann halt die Grundlagen legen wollen, ob im physischen oder auch im taktischen Bereich. Und dann starten wir los und versuchen, die Rückserie so gut wie möglich uns zu präsentieren. Mein Anliegen ist es natürlich auch, das weiß man, dass ich mit jungen Spielern gerne arbeite und die auch individuell weiterentwickeln möchte, was auch im Sinne des Vereins ist. Und das ist hier auch mit meiner Hauptaufgabe. Nicht nur, dass wir die Klasse halten werden und da sehe ich überhaupt gar keine Probleme, weil die Eindrücke, die ich hier heute schon bekommen habe in der heutigen Trainingseinheit, stimmen mich schon positiv, sodass ich mir in dieser Richtung nicht unbedingt so viele Gedanken machen brauche. Sicherlich wird jedes Spiel für uns ein wichtiges Spiel sein und ein schweres Spiel sein, aber ich glaube, wenn die Jungs das so ein bisschen verinnerlichen, was wir von ihnen fordern und wenn sie das auch umsetzen, werden wir auch eine gute Rückserie spielen können. Und ich denke, dass wir dann auch am Ende sagen können, es war eine recht gute Zeit, die wir bis zur Rückserie bestreiten, sodass wir die Klasse gut gehalten haben und den einen oder anderen Punkt auch holen werden. Davon bin ich überzeugt. Und weil es eben eine junge, dynamische Mannschaft ist und ich sehe da viel Potenzial drin. Okay, Oliver. Ich kann da gar nicht so viel zufügen, sondern wirklich, so ist es, eine junge, dynamische Mannschaft, die sehr, sehr bemüht war heute schon beim ersten Training, die sehr positiven Eindruck gemacht hat. Und ich glaube, dass wir da mit sehr viel Herzblut bei sein werden, die junge Mannschaft da zu fordern und wir auch ein bisschen noch ein paar Sachen zu so zeigen, dass wir da wirklich voller Tatendrang und voller Freude die Sache wirklich angehen werden. Und werden da unser Möglichstes tun, das zum Positiven aussehen zu lassen. Für wie lange läuft der Vertrag? Bis Ende der Saison. Also bis Ja, Ende also der Saison. wir planen jetzt praktisch bis Saisonende und dann muss man schauen, hat es geklappt von beiden Seiten her, hat es funktioniert und dann ist es eben, liegt es am Verein oder auch an meiner Person, dass man sich da nochmal zusammen hinsetzt und nochmal neu sich irgendwo bespricht und auf längere Planung dann gesehen, vielleicht auch nochmal verlängert auf eine neue Saison oder auf die kommende Saison. Okay, nun gibt es ja personell Baustellen bei CFC Das habe ich Hertha 06. gehört, Ist ja. da von euch schon, sind da schon Wünsche geäußert worden? Nee, noch nicht wirklich. Ich hatte jetzt so ein paar einzelne Positionen gehört, wo Bedarf besteht. Sicherlich sind es Positionen, wo wir nachrüsten müssten, aus meiner Sicht jetzt, ohne jetzt schon den großen Überblick zu haben. Aber das wurde mir schon zugetragen von eben Leuten, die die Mannschaft halt kennen. Und da ist bestimmt Bedarf, sodass wir uns da nochmal orientieren müssen für den einen oder anderen Spieler. Klar. Okay. Ich will jetzt nicht zu viel ausschweifen, aber jeder Trainer hat ja auch eine Philosophie, wenn er Richtig. beginnt. Kann man das schon irgendwie sagen bei euch, welche Philosophie ihr... Ja, meine Auffassung vom Fußball ist eigentlich eine ganz einfache, oder die sollte jeder Trainer ja haben. Also meine ist eigentlich aus einer guten gestaffelten, kompakten Abwehr schnell das Mittelfeld zu überbrücken und dann vorne zum Abschluss zu kommen. Also wir werden hier nicht in Hertha 06 in der Rückserie sehen, die sich hinten reinstellen und auf Konter spielen. Das werden wir auf keinen Fall machen.
Wir werden also schon sehr mutig sein, zumal wir wissen, dass wir unsere Stärken auf unserem eigenen Platz haben, auch wenn er sehr klein und praktisch gut ist. Aber ich glaube, für die Art Fußball, die hier gespielt wird, wir haben viele gute Techniker in den eigenen Reihen, kommt natürlich der Platz sehr entgegen. Oder auch wenn wir auf der Sömmeringstraße spielen, das ist eben ein Naturplatz, Naturrasen, was natürlich wieder auf der anderen Seite besser ist für die Gelenke. Aber ich will nur sagen, wir werden uns hier nicht hinten reinstellen und irgendwie Beton anrühren oder auf Konter warten. Das machen wir nicht. Wir werden hier eine Mannschaft vorfinden, die sehr mutig nach vorne spielt, offensiv spielt. Das sagt schon das System, was wir spielen werden. Und das erlaubt uns auch eine gewisse Flexibilität. Und denke mal, das Potenzial ist da vorhanden, sodass wir da also auch guter Dinge sind. Okay, dann sind wir alle sehr gespannt. Freuen uns auf jeden Fall auf euch. Ja, und wünschen euch alles Gute. Ja, Dankeschön. Danke.